Ja, hallo miteinander. Hinter mir seht ihr einen dicken, fetten Camper. Ich bin nicht der dicke, fette Camper. Ja, hallo zusammen und schöne Grüße hier von der Atlantikküste. Ja, ihr seht hinter mir zum einen mal meine Frau und zum anderen einen dicken, fetten Camper. Und mit dem machen wir Urlaub an der Atlantikküste. Was wir da genau vorhaben, was geplant ist, das ja, wird man euch erzählen, wenn ihr dran bleibt. Also bis gleich. Wir waren mit dem Rucksack in Spanien mit einem kleinen VW-Bus mit so einem Bulli in Irland. Ja. Und diesmal haben wir gedacht, passend zu den Flitterwochen. Genau, geben wir uns mal fett den Camper und machen das mal luxuriös. Unser Ziel war, bis runter nach Portugal zu gehen, so die Atlantikküste entlang zu fahren. Und wir wollen auf jeden Fall in die Pyrenäen. Wir haben jetzt so 2300 Kilometer runtergerissen. Heute machen wir einen Gammeltag. Und morgen ist dann der Plan, dass wir nach Santiago de Compostela gehen. Und dann geht's weiter ans Ende der Welt. Ja, Finisterre heißt das, glaube ich. Ja. Da müssen wir dann unsere Klamotten verbrennen. Oh, und nackt und Feuer und Feuertanken. Genau. Ja, cool. Naja, aber wir sind nicht gepilgert, dann gilt es, glaube ich, nicht. Scheißegal. Ja. Es geht ums nackte Tanzen und Feuer. Ach so, genau. Ja, unser Camper ist so ein großer Zitronencamper. Ich weiß nicht, ob ihr den sieht. Hier sieht man es ein bisschen. Wenn es euch interessiert, was das für ein Camper ist, dann ja, schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Ich drehe dann auf jeden Fall ein Video dazu und stell mal den Camper genau vor, was er für Eigenschaften hat oder was er für eine Ausstattung hat, wie was funktioniert und was man so preislich für so einen Camper zahlt. Wir mussten den leider in der Hauptsaison ausleihen, deswegen ist er auch ein bisschen teurer. Aber bis jetzt hat sich das Teil auf jeden Fall echt gelohnt und ja, wir sind bis jetzt richtig zufrieden damit. Ja, der Campingplatz, an dem wir jetzt gerade sind, den haben wir gestern kurzerhand bekommen. Wir haben hier direkt das Meer. Wenn man jetzt hier den Baum sieht und hier drüben den Baum, die bieten sich an. Da spanne ich jetzt mal die Hängematte, flack mich da ein wenig rein, chillen ein wenig, lese ein bisschen und trinke noch einen Kaffee. So, wir waren jetzt gerade in der Stadt mit dem Fahrrad. Ja. Oh, wollten einkaufen und dann wollten wir noch Mittag essen. Mittagessen, wir wollten einen Schneck. Ein Schneck? Ja. So Patatas Bravas ja. Oder sowas. Und ab 16 Uhr gibt es nichts mehr zu essen. Nada, nada, Mangiare. Aber wir haben trotzdem was gegessen. Ja. Ja. Wir haben dann doch noch einen Schneck gehabt, ein Cerveza und eine Düde, Mini-Düde Chips. Ja, genau. Also zwei Bier. Und das Cerveza hat ganz schön geknallt. Ja. Und dann sind wir hier wieder ordentlich den Berg hochgestrampelt. Ja. Voll geil. Jetzt brauchen wir natürlich was zu trinken. Nachtisch. Hat es ordentlich das Regnen angefangen. Wir saßen jetzt die ganze Zeit hier unter der Markise. Das ging auch recht gut, aber es kam dann so ein nicht schöner Wind auch und den Regen hat so drunter getrieben. Deswegen haben wir uns jetzt in unseren Camper zurückgezogen, was Schönes gekocht. Lecker war's. Ja. Und jetzt werden wir uns ja einfach hinflacken und ja. Wir zerren uns auf dem Tablet einfach ein paar Folgen Netflix rein. Wir sehen uns dann morgen. Mach's gut. Bis zum Bis dann. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Nachdem es die ganze Nacht geregnet hat, ja, haben wir heute Morgen strahlenden Sonnenschein. Hier im Hintergrund sieht man schön die Sonne.
Und wir sind jetzt mal mit dem Kaffee runter an den Strand gegangen. Moment, der fette Camper hat einen Tee, wie immer. Die ganzen Felsen, die ihr hier hinten seht, die haben so eine Höhe von 3 Meter. Von denen sieht man bei Flut gar nichts. Und das ist total abgefahren. Und ja, wir wollen jetzt mal darüber gehen an den anderen Strandabschnitt. Da kommt man nämlich sonst gar nicht rüber. Oder? Ja. 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 Der spricht zu viel für die Uhrzeit. Guck mal, das ist ein Herz. So, den Kaffee haben wir jetzt verdrückt und ja, ein bisschen hier noch den schönen Strand, die Morgenstimmung genossen. Es ist einfach echt herrlich, das ist super geil. Ich habe jetzt noch ein paar Fotos gemacht und jetzt heißt es zusammenpacken und dann geht's auf ans Ende der Welt. Den Buhenbocadillo. Beim Fahren? Beim Fahren, ja. Ja, wir sind jetzt in Santiago angekommen und haben einen Camper-Stellplatz mitten in Santiago bekommen. Ja, ist eigentlich ein riesengroßer Parkplatz, wo 50 Wohnmobile stehen können. Der ist bewacht, der kostet ein bisschen was, aber nicht die Welt. Auf jeden Fall können wir hier stehen und von hier aus können wir dann in aller Ruhe in die Stadt laufen, brauchen nicht mehr unsere Fahrräder. Ja, und jetzt ziehen wir uns um und dann marschieren wir einfach mal ins Städtle rein und ja, mal schauen, was uns da alles erwartet. Der Teppich? Der Teppich, der ist da hinten drin. Ja, wir sind zurück aus Santiago. Bevor wir jetzt erzählen, wie es war, das erste Mal ein Gin Tonic aus dem Plastikbecher. Prösterchen. Oh, geil, oder? Mhm. Läuft. ein bisschen windig ist es. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind hier in Santiago an einem Stellplatz untergekommen. Den haben wir wieder über eine spezielle App gefunden. Wie heißt deine App? Campervan Guide Pro. Okay, kostet die Nacht 12 Euro und ja, wir sind jetzt 10 Minuten gelaufen und waren in der Stadtmitte im Zentrum und das ist eigentlich top. So, unser Fazit von Santiago. Im Endeffekt schon eine coole Stadt. So die schönen engen Gässchen, die alten Gebäude und sowas. Ich persönlich finde es total geil. Das Problem ist aber einfach die absolute Menschenmasse, die sich da heute aufgehalten hat. Also das war unglaublich brutal, oder? Ja, brutal. Ja, aber ansonsten, ja gut, war es okay. Hat mich jetzt nicht vom Socken gehauen. Ich freue mich morgen auf die Tour ans Ende der Welt. Deswegen erstmal hier jetzt noch eine Kleinigkeit trinken, noch unseren Gin fertig, vielleicht noch einen mehr. Und so um 8 Uhr rum müssen wir hier spätestens vom Platz runter. Sonst zahlen wir noch mal für einen Tag. Das heißt, die Nacht wird nicht ganz so lang. Und ja, dann fahren wir noch ein kleines Stückchen und starten auf unsere Tour. Ja, wenn es euch interessiert, dann schaltet wieder rein, dann könnt ihr euch die Tour angucken. Und ja, auch zum nächsten Teil von unserem Campervan-Trip. Ansonsten macht's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao.